Leute, sind wir wieder. Und heute machen wir ein ungewöhnliches, aber leckeres Pesto. Denn wir machen heute ein Pesto aus Radieschenblättern. Habt ihr schon in der Überschrift gelesen? Und das Rezept ist einfach eine super Verwertung von diesen ganzen Radieschenblättern, wenn wir einen Radieschenbund kaufen oder sowas. Ja, und wenn ihr mal sehen wollt, wie wir das leckere Rezept zubereiten, dann einfach mal dran. So, ich habe hier, wie ihr seht, ein ganzes Bund Radieschen und die werde ich nachher verbrauchen. Und die Blätter, wie ich gerade gesagt habe, schmeißen wir ja nicht weg. Deswegen drehen wir die einfach ab und geben die hier rein, weil wir die gleich einmal waschen werden. Weil manche Blätter haben echt noch ein bisschen Erde dran und die wollen wir natürlich nicht im Pesto haben. Und seht ihr allein schon diese leuchtende Farbe von den Radieschen, das ist einfach nur mega, mega toll. Das hier einmal waschen, weil hier direkt dran ist. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ja, und dann einmal schleudern, damit die einigermaßen trocken sind. So, die Blätter sind jetzt fertig, die stellen wir kurz beiseite, denn wir haben eine Pfanne auf dem Herd, die heizen wir einmal vor. Und dann habe ich jetzt hier einmal Mandeln, 20 Gramm sind das, und die werden einmal grob durchgehackt, weil wir die Mandeln jetzt einmal anrösten werden. So, und dann haben wir jetzt hier die gerösteten Mandeln. Und die geben wir dann einfach in ein Becherglas oder einen Mixbecher hier. Dann machen wir den Löffel wieder sauber. Geben wir hierzu erstmal die gewaschenen Blätter. Und dann geben wir einen Esslöffel. Ich nehme jetzt hier Dijon-Senf. Aber nehmt einfach einen Esslöffel Senf, nicht allzu scharfen, mittleren, könnt ihr grob nehmen, fein nehmen, ist jetzt hier nicht ganz von Bedeutung. Und dann nehmen wir Rapsöl und davon nehmen wir 4 Esslöffel. Dann holen wir uns noch Zitronensaft. Wie ihr wisst, benutze ich immer diesen Zitronensaft hier. Gut, das Etikett ein bisschen kaputt. 100% Direktsaft ist am, würde ich sagen, ich könnte natürlich auch selbst gepresst nehmen, aber ich finde den am besten, weil ich halt große Mengen brauche. Ihr kennt das aus meinen Cocktail-Videos. Und da haben wir nicht so viel Abfall. So, ein Esslöffel davon da rein. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Salz. Und noch ein bisschen Pfeffer. Und dann nehmen wir uns jetzt noch Käse. Ist eigentlich auch eine sehr ungewöhnliche Zutat für Pesto. Beziehungsweise, also abgesehen von Parmesan, aber solchen schnittfesten Käse. Und zwar reiben wir uns jetzt hier ungefähr 50 bis 60 Gramm runter. So. Und den geben wir dann auch hier rein. Und dann pürieren wir das alles. So, nach Pürieren sieht so aus. Ihr seht es hier, schön cremiges Pesto. Schmeckt echt mega lecker. Das füllen wir jetzt noch im Glas ab, geben noch ein bisschen Olivenöl oben drauf, damit das dann sich länger hält und stellen es dann in den Kühlschrank. Das sollte sich dann ein paar Wochen auf jeden Fall halten. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch einpürieren, eingefrieren, so, das meine ich. Habe ich euch ja schon damals im Bärlauch-Pesto-Video gesagt. Das könnt ihr mit jedem Pesto machen. Ja, und ich mache noch das Foto und dann bin ich raus. Und das war's auch schon wieder. Ihr habt gesehen, dieses Radieschenblätterpesto ist wirklich super einfach, aber super lecker. Könnt ihr unbedingt mal nachmachen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr nachgemacht habt. Schickt mir ein Foto und dann Hashtag natürlich lecker auf allen sozialen Medien. Also Facebook, Twitter, Google+, Pinterest und so weiter. Könnt ihr machen. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder aus.